Du bist mein kleiner, süßes, suchtkranker Bär. Ja, guck da. Gib dir ein bisschen mehr Mühe. Ein bisschen mehr Mühe. Okay, ja, ich hab's verdient, dass man mich dafür genommen. Ja, entschuldigt. Wieder mal Qualitätscontent. Sorry, Mom. Ja, also wie ihr seht, ich bin mal wieder da und ich bin wieder nicht alleine. Ich habe meine Mom und meinen kleinen Leo an bei mir. Mom verschluckt sich gerade ganz übel an dem Haar von Leo und ja. Hi, ho und herzlich willkommen zu meinem Mittwochsvideo. Seht ihr? Dieses Mal war es schon viel kürzer in der Denke, welchen Tag wir heute haben. Irgendwann glaube ich es noch, dass ich den richtigen Tag auf Anhieb kriege. Ja, heute ist Mittwoch und heute habe ich mal wieder schwere Kost für euch. Und schon ist mein Hase weg. Ja, heute geht es um... Oh, das ist jetzt peinlich. Oh, ja. Ich wollte euch eine Geschichte erzählen, weil... bei mir in meinem Kopf geht gerade sehr viele Sachen rundherum und ich wollte euch einfach mal das mit euch teilen. Ich habe ja, wie ihr wisst, vielleicht habe ich das schon mal erwähnt, ich habe gerade Probleme mit meinem Mac. Und jetzt nach langem Hin und Her und nachdem er mir... Darf ich das erzählen? Nee, okay. Weizen war das Thema. Nein, das ist ja schon Freitag. Könntest du mal nicht spoilern? Spoilert ihr meine Themen? Ich glaub's nicht. Tja, da haben wir's mal wieder. Irgendwo hat jeder so einen Spoiler, Leute. So einen Spoiler. Die Eltern sich ins Leben einmischen. Ja, das können wir auch. Ja, das können wir jetzt auch wirklich machen. Wie Eltern sich ins Leben einmischen. Also, ja, ist da was? Sei es drum. Nehmen wir mal nicht das ursprüngliche Thema. Ich bin ja inspiriert von Mutti und ihrer liebevollen, nervigen, anstrengenden Einmischerei und ihrer Spoilerei. Ja, aber ich kann sagen, ich habe zum Glück Eltern, die sich bei mir nur sehr wenig einmischen. Also mein Vater, der hat sich, glaube ich, soweit ich mich zurückerinnere, nur 5-mal insgesamt wirklich eingemischt. Aber jedes Mal, wenn es diesen 5-mal waren es Themen, die wirklich wichtig waren. Ich kann sogar noch aufzählen, welches waren. Aber ich bin mir nicht mehr sicher, ob es 5 waren. Also die erste war damals, als ich die Schule gewechselt habe. Als ich von meiner ersten Schule auf die zweite gewechselt habe. Nach dem Halbjahresgespräch. Da hat mein Vater dann zu mir ja gesagt, jetzt wird die Schule gewechselt. Egal, ob ich jetzt bin oder nicht. Das ist jetzt so. Und ja. Das war dann das erste Mal, dass er sich eingemischt hat, überhaupt in sowas. Und da hat er gleich auf den Tisch gehauen. Das kann man wortwörtlich nehmen. Wir haben immer noch, glaube ich, eine Dulle im Tisch. Auf dem Wohnzimmertisch. Da gibt es echt eine Dulle. Ich habe es erst gestern wieder gesehen und habe mir gedacht, ach ja, damals. Das zweite Mal war, als ich... ging es darum, dass Uraltgeschichten bei mir aufgebrochen sind. Und dass ich deswegen sehr, sehr angeschlagen war. Ich werde euch da vielleicht irgendwann, wenn ich es dann selbst schon mal verarbeitet habe, drüber erzählen. Aber ja, auf jeden Fall war es dann so, dass er mir damals, hat er dann gesagt, dass damals bin ich dann in Therapie gegangen, was mir auch semi gut getan hat, weil ich mit der Therapeutin nicht so ganz klar gekommen bin. Also die erste, die war top und die zweite, die war, glaube ich, eine richtige Therapeutin, aber... So, der musste ich halt wegen Attesten und allem Möglichen. Und als dann diese Attesten alles durch waren, hat mein Vater damals gesagt, ja, jetzt geh auch nicht mehr nach. Ja, das war so das zweite Mal, dass ich mich bewusst erinnere, dass er sich eingemischt hat. Aber ich habe jetzt eine Situation im Kopf und komme gar nicht mehr drauf. Ja, ja, jetzt habe ich es. Dann, da ich ja angeschlagen war... war es dann so, dass, okay, das klingt mich gerade voll blöd, wenn ich lache und sage, ich war voll angeschlagen, aber im Nachhinein bin ich trotzdem ein zufriedener Mensch durch die Entscheidung und das Einmischen von Papa. Das dritte Mal war dann, da ging es mir immer noch nicht gut und ich hatte damals eine Phase in der Schulzeit, wo ich nicht sagen konnte, ob ich eine ganze Schulstunde durchstehe und deswegen war es auch teilweise so, dass man mich mitten im Unterricht abholen musste. Und dann ging es darum, dass es um meinen Abschluss ging und da hat dann der damals der Direktor, was wir echt bis heute froh sind, dass er es gemacht hat,
uns gesagt, dass wenn du die Prüfung zwischendrin verlässt, dass das als nicht bestanden abgebrochen gilt und dass du die Prüfung nicht wiederholen kannst. Und hat dann mein Vater das dritte Mal, nee, das vierte Mal war es schon, glaube ich, das dritte Mal, hat mein Vater das dritte Mal dann zu mir gesagt, ja, nein, du machst den Test, du machst deinen Abschluss lieber dann, wenn du stabil genug bist, um auch wirklich diese Prüfung durchziehen zu können. Und ich bin froh, dass er die Entscheidung für mich getroffen hat. Das vierte Mal war dann die vierte Entscheidung, wo ich mich erinnere, wo Papa sich eingemischt hat, war, wir haben zusammen ein so ein, wie heißt das Ding, wo man eine Garderobe gemacht. Das ist jetzt nicht so, also ist jetzt keine professionell geflexte, es ist einfach ein kleines Projekt gewesen. Und mein Vater hat sich dann entschieden, dass er lieber den Namen in die Hand nimmt und ich nicht. Das war dann das vierte Mal. Und das fünfte Mal ist gar nicht mal so lang her, aber ich erinnere mich gerade gar nicht. Ja, nee, das fünfte Mal, jetzt weiß ich es wieder. Da habe ich meinen Vater gefragt, da ging es darum, wann ich jetzt das Hartz IV beantragen soll, ob vor 25 oder danach. Und dann hat mein Vater gesagt, du wartest jetzt bis nach dem 25. mein Kind, weil wenn du da so lange wartest, du wirst jetzt doch wohl nur die 3 Monate warten können. Und wenn du jetzt das anfängst, dann füllst du nur was falsch aus. Ja, und dann haben meine Eltern gemeinschaftlich das entschieden. Also mindestens 3 der Entscheidungen haben meine Eltern zusammen getroffen. Die mit der Schulwechselerei. Oder ich bin mir gar nicht sicher, warst du da auch dabei? Nee, das war nur Papa. Tatsächlich. Ich dachte, wir machen wir auch. Dann sind es nur 2, die mir einfallen. Dann war es das mit meinem Abschluss und mit dem Hartz IV, wo meine Eltern beide gesagt haben, da wartest du noch die paar Monate, wenn du so verpeilt bist. Und ja, alles in allem kann ich sagen, wenn ich das so zurückblicke, meine Mutter hat auch noch viele kleine Entscheidungen getroffen. Und ich bin ja gerade im Moment dabei, in Anführungszeichen zu lernen, mit eigenem Geld umzugehen und Einkäufe zu erledigen. Und so hat sich bei uns so ein kleines Ritual gerade entwickelt. Am Freitag in der Nacht kommt immer bei uns das Prospekt von der Woche vom Edeka, wo ich immer einkaufen gehe. Wenn du das nochmal machst, dann entscheide ich, dass du gleich im Stall landest, Leo. Da muss ein Beschwimmter. Ja, und jedes Mal ist es dann so, dass ich am Samstag eine Liste schreibe. Die lege ich dann, und ich habe auch noch eine Liste erstellt von allen Artikeln, die ich sonst so benutze. Und die schreibe ich dann und dann schreibe ich aus der raus und schreibe zusammen. Und dann am Sonntag überreiche ich meiner Mutter immer eine Liste mit allem, was ich einkaufen möchte. Und lasse sie drüber gucken, ob das dann auch sinnvolle Sachen sind. Und dann streicht sie alles raus, was nicht sinnvoll ist. Und dann am Montag schreibe ich nochmal, also am Sonntagnacht schreibe ich die neue Liste, lege sie am Montag wieder vor. Und wenn sie dann das okay hat, dann gehe ich zum Einkaufen damit. Und ich muss sagen, jetzt würden viele Leute sagen, das ist ja total nicht selbstständig, das ist ja ist total bescheuert, dass du deine Mutter entscheiden lässt, was du einkaufst von deinem Geld. Aber ich sage, ich bin jetzt im Moment in einem Alter, wo ich zum ersten Mal eigenes Geld habe. Wo ich noch keine eigenen Erfahrungen habe. Wo, wenn ich meine Listen im Nachhinein überlege, wäre ich ringelfett. Weil irgendwo kommt dann immer so ein Pudding, aber den könnte man ja mal testen, ein Lachgummi oder irgendwas dazu, was gar keinen Sinn macht. Und da bin ich recht froh, dass ich dann meine Mom habe, die mir sozusagen jetzt auf diese Art beibringt, wie geht sinnvolles Einkaufen. Zum Beispiel, was ich jetzt erst erfahren habe und was ich auf die doofe Art erfahren habe, ist, man kann Gemüse nicht im Lager kaufen. Und das sind so Sachen, meine Mutter lässt dann natürlich schon zu, dass ich sowas draufschreibe wie Karotten. Obwohl sie weiß, dass ich die nicht sofort verarbeite, um mir auch die Möglichkeit, neue Erfahrungen zu machen, zu geben. Und ich bin einfach froh, dass ich dann so dieses Zwischending habe zwischen dem Schutzraum vom, ich kann noch jemanden fragen, ob es Sinn macht oder nicht, und dem selbst entscheiden, doch, aber ich möchte dann vielleicht das und das vielleicht dennoch. Und manchmal, an manchen Tagen, komme ich dann doch noch mit irgendwas an und dann fühle ich mich wie King Käse, dass ich das doch noch gekauft habe. Und ja, es sind so diese kleinen Dinge. Und manchmal ist, wenn die Eltern sich einmischen, gar nicht mal so schlecht. Und ich muss für mich sagen, es gibt natürlich Punkte, wo ich total genervt war, wo sie sich eingemischt haben.
Und es gibt so Punkte, wo sie sich eingemischt haben, mich aber dennoch unterstützt haben. Meine Mom zum Beispiel, sie hat mir gesagt, wir holen uns keinen Hasen mehr nach Isar. Und dennoch war sie so lieb und hat mit mir zusammen, ist sie losgegangen und hat mit mir den Hasenstall gekauft. Und das ist so die Geschichte, habe ich schon mal, glaube ich, erzählt, die mit dem Navi, wo wir dann, und ja, es war einfach, es sind so Sachen, wo dann auch schöne Geschichten entstehen und so ganz neue Sachen auch sich entwickeln können. Und manchmal macht es dann aber eben auch Spaß, nicht auf die Eltern zu hören. Aber es gibt Tage, wo ich dann weiß, zum Beispiel ist, was für mich so eine Sache ist, ist mein Vater, der mischt, den informiere ich über alles, was mich angeht. Also mein Vater, der weiß vieles, was andere Väter nicht wissen. Der weiß meine Lieblingsessen, der weiß meine Lieblingsfarbe, was ich am liebsten anschaue. Der weiß, wann ich meine Periode habe, und zwar genau auf die Woche. Der weiß, welche Binden ich benutze, der weiß alles. Also mein Vater ist informiert wie kaum ein anderer. Und ich weiß, wenn mein Vater zu mir sagt, nein, dann hat es einen Grund. Und auch wenn ich mich dagegen lehne und auch wenn ich dann manchmal die Protestmomente habe und auch wenn es manchmal so Momente gibt, wo ich mich riesig freue nach dem Motto, ich habe was erreicht, ich habe was Tolles geschaffen und mein Vater dann zu mir sowas sagt wie, da wäre ich mir jetzt aber noch nicht sicher, mein Kind. Da wäre ich mir noch nicht sicher. Das muss ich nochmal nachlesen und nachschreiben und nochmal nachfragen. Dann denke ich mir immer erst im ersten Moment, miese Macher. Aber im Nachhinein denke ich mir, er hat ja recht. Und ja, manchmal kann es einfach gut sein, jemanden zu haben, der einem die Stabilität gibt, zu wissen, das Nein heißt wirklich Nein. Und es ist aber auch schön, jemanden zu haben, der einem dann auch gelegentlich die Sachen durchgehen lässt. Weil eins ist klar, wenn ich Papa meine Süßigkeitenliste vorlege, der sagt ja. Ja, das war eigentlich alles, was ich heute so erzählen wollte. Eigentlich war es ja nicht das, was ich erzählen wollte, aber nachdem meine Mutter ja schon gespoilert hat und sich eingemischt hat und mir ein viel besseres Thema geliefert hat, was wir wieder haben, muss ich sagen, bin ich froh. Ja, schreibt mir mal gerne in die Kommentare, wo mischen sich denn eure Eltern so gerne ein und was ist so das Ding, wo ihr dann denkt, eigentlich ist ja gut, dass sie sich eingemischt haben. Ihr könnt mir auch gerne auf Twitter oder Facebook schreiben oder eine E-Mail an die bell.readmyoutlook.com. Ich wünsche euch jetzt noch eine wunderschöne Zeit. Ich werde jetzt auf jeden Fall meinen kleinen Mann hier in den Stall bringen, weil der ist mir gerade ein bisschen zu keck. Und da mische ich mich jetzt in sein Leben ein. Ich wünsche euch was. Wir sehen uns wieder am Freitag. Ciao!